Helga und ich wünsche euch einen wunderschönen guten Morgen heute an dem eiskalten Weltfrauentag. Ich mache jetzt noch einen Check rund ums Auto und dann nehme ich euch mit in meine Kabine und ab in den Süden. Helga, alles Gute zum Weltfrauentag und die Retterin der Branche für alle Frauen zum Weltfrauentag. Dankeschön. Danke, ist das lieb. Also das, was mir am meisten taugt in dem Beruf, ist einfach die Freiheit, was man hat. Wir fahren heute nach Italien, nächste Woche vielleicht nach Norwegen, dann wieder nach Spanien. Die schönste Reise, was wir jemals gemacht haben, da war noch relativ neu. Da waren wir in Hammerfest, also einmal auf bis Südnorwegen und dann einmal 2.500 Kilometer durchs freie Land um. Von der Heimweg fast 5.000 Kilometer in eine Richtung. Wir waren auch schon in Portugal, in Mallorca, auf Ibiza. Ja, ich habe mein Auto versprochen, wenn er schon brav ist, dann zeige ich ihm die große Welt. Und genauso machen wir das auch. Also bei dem Auto, das war wirklich die Liebe auf den ersten Blick. Und darum hat er einen ganz speziellen Namen gekriegt, und zwar Willem Alexander, benannt nach dem König von Holland. Ja, ich glaube, ich habe in meinem ganzen Leben noch nie so ein schönes Auto gehabt. Ich habe einen Laptop mit, ich war Internet überall mit, ich tue irrsinnig gern fotografieren. Ich habe einfach noch meine Fernfahrerromantik. Einer von den letzten Fahrern, der noch seine Fernfahrerromantik hat, und den lasse ich mir nicht nehmen. Es war natürlich schön, wenn mehr Mädels zum Fahren anfangen taten. Dass vielleicht eine sagt, das hätte mir immer schon taugt, aber mein Leben lang habe ich gehört, das ist nichts für Frauen. Es ist sehr wohl was für Frauen. Es ist einfach dann schön, wenn du am Ende des Tages einen Schlüssel umdrehst und selber sagen kannst, das hast du heute gut gemacht, ich bin selber stolz auf mich. Ich habe einmal einen Botsch gehabt und bin in die Tankstelle reingefahren. Ich glaube, 5 Nationen haben wir miteinander an den Reifen gewechselt. Und es ist ganz egal, wo wer her ist, aus welcher Nation dass man kommt, ob jetzt Mandel oder Weibel. Wenn wer ein Problem hat, dann wird geholfen. Und das ist nach wie vor noch immer so. Der Beruf ist hart, er ist anstrengend. Aber ich schaffe das und viele andere Mädels schaffen das auch. Also schafft ihr das auch.